Na gut, gucken wir mal da durch. Genau, da unten waren die Troglodyten und ja, es waren Troglodyten. Jetzt sehe ich da nichts mehr, auch wenn es irre dunkel ist. Da kommt eine Weiber an. Komm her, bye bye. So, ich will da jetzt noch nicht runterspringen. Erstmal will ich gucken, wo wir hier lang gehen können. Runterspringen klingt nämlich so endgültig. Das ist aber nicht die Stelle, wo wir eben gerade die Troglodyten gesehen haben, oder? Nee, die ist weiter da. Können wir das wirklich brauchen? Na komm, euch machen wir mit Pfeil und Bogen nieder. Dann macht sie mal ganz kurz Heldentum. So. Und dann passt das auch irgendwie? Nö, keiner trifft. Komm schon. Also. Also nicht, dass wir wirklich haushalten müssten mit unserem Essen oder so. Wir haben noch 20, 30 Äpfel in Giro und Inventar. Aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Es kommt bestimmt irgendwann eine Situation, wo wir 20, 30 Äpfel brauchen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, wahrscheinlich eher nicht. So, hier ist das Gebiet, wo wir die haben kämpfen sehen. Und mit den Dingern kommt man wohl schneller wieder hoch. Okay. Dich hätten wir noch. Da ist eine Kiste drauf. Du zauber schon mal. Während wir warten, dass das Ding wieder runterkommt. So. Gehst du überhaupt ganz runter? Ja, gehst du. Dann fahren wir jetzt ein bisschen hoch und runter. Habt ihr anderen das nichts, ne? Nee. So. Au. Au. Mein Fehler. Ohne Questrolle. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Rüstungsklasse schadet Können nicht. Können wir das wirklich brauchen? Glück kriegt Girogon. Brauchen wir nicht. Das wirklich brauchen? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. 300 ist okay. Brief von Garvin Magnus. Noch mal kurz. Botschafter Wright, es ist äußerst wichtig, dass ihr mit dem neuen Herren von Harmondale sprecht. Ich hoffe inbrünstig, dass sie diesen Wahnsinn zwischen Königin Catherine und König Eldridge beenden können. Ups. Lawrence Steele, der Überbringer dieser Nachricht, kann euch weitere Informationen geben. Falls dieser Krieg andauert, wird es nur Archibalds Stellung verstärken. Garvin Magnus, führender Erzmagier. Nicht schön. Können wir das wirklich brauchen? Wir haben ja gerade dafür gesorgt, dass der Krieg ein wenig eskaliert, indem wir die Fanfare an die Menschen gegeben haben. Und nicht dem Richter, der das Ganze dann wahrscheinlich hätte schlichten können. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Aber wir denken halt auch an unsere Positionen. Es kommt besser, wenn wir uns einer Partei anschließen, weil dann hilft diese Partei uns. Wenn beide Parteien auf uns stinkig wären, dann hätten wir gar nichts davon. So, was haben wir hier? Ich werde sie alle töten. Jupp. Ja, weg damit. Und schlafen. Fackellicht neu, Auge neu, Heldentum neu. Und jetzt gibt es nur noch einen Weg, richtig? Nämlich hier hoch. Und da müsste irgendwo der Gefangene sein. Das sieht doch aus wie eine Zelle. Ja, danke für meine Rettung. Bitte bringt mich so schnell wie möglich nach Erassia zurück. So schnell wie möglich, sagst du? Können wir das wirklich brauchen? Fliegen? Nein. Felsenattacke? Sie hatte doch ein Stadtportal. Warte. Good is new. Kein Platz. Deine Rüstung auch neu. Good is new. Dafür habe ich keinen Platz. Oh, das könnte schwierig werden. So gut wie neu. Ja, nee, das kannst du nicht. Reparieren 5. Ja, das musst du später alleine reparieren lassen beim Händler. So, aber wo ist jetzt die Town Portal Rolle? Da. Wir würden gerne nach Hölle und Himmel können wir noch nicht hin. Wir würden gerne nach Erassia. Tada! Also schneller als das geht echt nicht. So, jetzt zur Königin. Und dann gucken wir mal, ob sie jetzt freundlicher wird. Denn bei den Zwergen war es ja genauso am Anfang. Die haben ganz schön auf uns runtergeguckt und ziemlich asozial sich verhalten. Und kaum machen wir ein, zwei Aufträge für die, sind sie unsere besten Freunde. Ich denke, hier wird sie das ähnlich verhalten.
bei den ganzen Wachen vorbei. Die sehen irgendwie bedrohlicher aus als die Elfenwachen mit ihren Stöcken. Der Laden ist geschlossen. Der Laden hat geschlossen? Ja. Okay, wir lungern jetzt 3 Stunden vom Thronsaal rum. Kriegsgefangener. Catherine steht auf und lächelt. Gute Arbeit. Ihr habt mir wirklich aus einer großen Klemme geholfen. Catherine wendet sich Loren zu und schüttelt ihm die Hand. Loren, gut, dass wir uns endlich kennenlernen. Nachdem jetzt alle wissen, wer ihr seid, seid ihr mir Spion wohl nicht mehr wirklich viel wert. Doch ich würde euch gerne eine Stelle im königlichen Diplomatenkorps anbieten. Bitte denkt darüber nach. Und unseren Helden? Ja, jetzt sind wir Helden und nicht mehr irgendwelche Abenteurer. Ich bin euch sehr dankbar. Für eure Dienste wird mein Schatzmeister euren Kontostand um 5000 Goldstücke erhöhen. Also unser Konto bei der Bank, nicht hier, denke ich. Und das war's. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir ein wenig mehr daraus erhofft. Ich meine, hätten wir ihn nicht befreit, hätte sie eine ganz schön schwierige politische Situation gehabt. Aber na gut. Gab es Erfahrungspunkte? Nur genug für Gerogon, aber die hatte er vorher auch schon. Na gut, machen wir kurz das Level mit Gerogon. Dann kann er reparieren, steigern und eventuell die Kettenrüstung reparieren. Vorher noch Kinkerlitzchen verkaufen. Kann ich euch helfen? Oh, wir haben ganz schön viel inzwischen. Alles weg. Und dann umschichten. Du musst identifiziert werden. Du kannst weg. Können wir das wirklich brauchen? Weg, du wirst angezogen. Du kannst weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du kannst weg. Alchemie plus 2 kann sie mal anziehen zum Testen. Und boah, überall irgendwas. Du bist eine Reagenz. Monsterkunde kann weg. Rüstungsklasse behalten wir immer noch. Feuerdorn behalten wir immer noch. Können wir das wirklich brauchen? Feuerstab. Wir haben jetzt schon 4 Feuerstäbe und sie hat auch noch einen. Ich glaube, das reicht langsam. Also alle Überschüssigen können erstmal weg. Sonst haben wir bald nur noch Feuerstäbe und irgendwelche Tränke, die wir fast nicht benutzen im Inventar. Waffen können wir so wegschmeißen. Und jetzt müssen wir erstmal raus. Also du hast Alchemie, Bonus plus 4. Wenn ich jetzt dich anziehe, haben wir immer noch plus 4, richtig? Ja. Also kann das Ding weg. Das kann auch alles weg. Das kann alles weg, wenn wir Platz hätten. So. Okay. Trainingshalle für Gerogon. Aber ich denke nicht, dass ein Punkt mehr in Reparieren genug ist, um die Rüstung zu reparieren. Das ist schon eine ziemlich hohe Rüstung. Da bräuchten wir hier den Meistertitel. Ihr wollt ausgebildet, so ist es richtig. Lernen kann keiner was, okay. Fähigkeiten reparieren. Zing. Das schaffe ich nicht. Nö, okay. Versuch war es wert. Das heißt, jetzt Platz machen. Guten Tag, darf ich helfen? So. Danke. Dann... das noch weg. Keinen Platz mehr. Guten Tag. Darf ich helfen? Ja, das kann weg. Das kann weg. Das Schwert. Das sollten wir über Zeiten echt mit uns im Schloss lassen. Ja. Wir werden noch sehr viele andere artefaktähnliche Gegenstände finden. Wenn wir die alle mit uns rumschleppen, dann passt das nicht. So, du hast jetzt die Rüstung da. Reparieren. Verkaufen. Irgendwas Besonderes? Nö. Danke. Immer noch der alte Ramsch. Ja, was machen wir jetzt? Wir können immer noch Lord Markhams Villa ausrauben. Wir haben noch nicht den Auftrag für die Golem-Teile. Das wird höchstwahrscheinlich in der Magierakademie sein. Weil die Magier alle die Golems benutzen. Und Talana könnte echt eine Aufstufung gebrauchen zum nächsten Magiertitel. Das heißt, wir sollten nach Bracada. Hallo, ihr wollt reisen? Nee, nicht hierhin. So. Hallo. Bracada, es geht sofort los.
Genau. Hier gehen wir zu dem Teleporter-Pad. Und hier waren ganz viele andere Teleporter. Und irgendwo in der Mitte vom Barkader war ein Lehrer für einen Meistergrad, den wir brauchten. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Meistergrad das war. Wahrscheinlich... Ne, das haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, für welches. Weil die hier können wir alle erst bei der nächsten Aufstufung trainieren. Erkennen? Vielleicht erkennen, Meister. Könnte ich jetzt nachgucken, aber so interessiert daran bin ich auch nicht. Schule der Zauberei, das klingt sehr gut. Das wird das da sein. Und nebenbei noch ein Auge offen halten für gute NPCs. ...25 Intellekt und Charisma. Das ist ordentlich, auch wenn es nur temporär ist. Schule der Zauberei. Der stechende elektrische Geruch der Magie erfüllt die Luft um die Lehranstalt. Das Ergebnis der Jahrhunderte Jahre magischer Experimente und jugendlicher Streiche. Alles in einem Gemäuer. Zeit für einen Kampf. Nein. Gerühren. Nein, aus. Hi. Seid gegrüßt. Mein Name ist Eric Swarrel. Ich bin für die Information hier in der Schule der Zauberei zuständig. Bücherladen? Wollt ihr Mitglied im Schriftrollenverein werden? Eine Mitgliedschaft ermöglicht euch freien Zugriff auf die Schriftrollen unserer Bibliothek. Der Beitrag beträgt 5000 Goldstücke für eine 6-monatige Mitgliedschaft. Dabei wird die Bibliothek jede Woche neu bestückt. Puh. Hält sich in Grenzen. Schriftrollen benutzen wir nicht so häufig. Sind da auch Bücher bei? Na komm, 5000 Gold. Aber vergesst nicht, sie läuft in 6 Monaten ab. Schaut euch die Regale im Vorraum an, um einen Überblick zu verschaffen, okay? Thomas Gray. Thomas Gray leitet die Schule der Zauberei. Wenn ihr Magier oder Magiergefährten werden wollt, ist er euer Mann. Seine Gemächer befinden sich hinter der Tür direkt hinter mir. Oh, sind Bücher. Thomas Gray, zu euren Diensten. Der Zauberer verneigt sich kurz, lächelt und streckt die Hände aus. Magier. Wenn ihr Magier werden wollt, ist es tatsächlich richtig, dass ihr euch an mich wendet. Alle meine Schüler müssen allerdings erst ein Projekt beenden, bevor ich sie zu Magiern mache. Das diesjährige Projekt besteht aus dem Zusammenbau eines Golems. Das hatten wir uns ja gedacht. Von hier bis Effli könnt ihr überall verstreut Golemteile finden. Ihr werdet alle Gliedmaßen, ein Torso und einen Kopf brauchen. Seid sorgfältig, wenn ihr einen Kopf auswählt. Einer meiner Schüler hat letzten Sommer einen fehlerhaften Kopf entworfen und ihn als Scherz verschenkt. Sehr schön. Kommt wieder zu mir, wenn ihr alle Teile zusammen habt. Ich werde euch dann zu Magiern machen und euren Golem beleben. Macht euch also auf den Weg und viel Spaß. Und er hat uns keine Hinweise gegeben. Und da ist unser Golem. Also unser möglicher Golem. Einen Kopf haben wir schon. Er sieht irgendwie seltsam aus. Ich glaube, den sollten wir nicht benutzen. Oh, Edelsteine. Drachenauge Reagenz 50 ist auch schick. Kannst das mal anziehen? Kannst den mal an... Was? Haben wir keinen Ringplatz mehr? Ja, okay. Sie hat gar keine. Talana hat sich alle Ringe geschnappt, ha? Huh? Okay. So. Buchclub. Wollen wir mal gucken, was dabei so rauskommt. 5000 Gold haben wir ausgegeben. Wir können nur einmal raufklicken. Hier ist nichts, was mich interessiert. Ja. Also 5000 Gold für... Können wir das wirklich brauchen? Tag des Schutzes ist schick. Da kann man nichts sagen. Also wenn wir jetzt hier eine ganze Zeit rumhängen würden und immer eine Woche ruhen und immer wieder die Dinger öffnen, dann wäre es vielleicht praktisch. Und rentabel. Aber so, nee, ist okay. Golemteile. Wir hatten eine Schriftrolle, wo die Golemteile drauf sind. Vertragsrechnung. Also, ein Teil wurde geliefert in das Tal der Hügelgräber.
Wobei es nicht sagt, ob es in den Hügelgräbern ist oder im Tal. Das ist ein dezenter Unterschied. Das Tal der Hügelgräber könnten wir recht schnell durchsuchen. Die Hügelgräber selber sind ja immer so eine Sache. Tatalia, Effli, Deja und zwei Köpfe wurden nach Bracada geliefert. Okay, einen Kopf haben wir in Bracada schon. Suchen wir mal den zweiten.